Das Mannheim Jazz Orchestra unter der Leitung von Professor Stefan Zimmermann gab diesen Juli ein Konzert mit dem österreichischen Star-Trompeter Thomas Gantsch. Der extravagante Musiker wuchs in Melk in Österreich auf und studierte, zunächst im Schatten seines berühmten Bruders Hans Gantsch, seinerseits klassischer Trompeter, einige Jahre in Wien. Über Umwege fand er glücklicherweise zum Jazz. Heute ist neben seiner renommierten Jazzformation Gantsch'n Roses und zahlreichen weiteren Kooperationen vor allem sein Blechbläserensemble Nozzle Brass international gefragt. Im lockeren Gespräch mit interessierten Jazzstudenten der Musikhochschule gab er nicht nur hilfreiche Tipps für die Trompeter, sondern auch einige Einblicke in seinen eigenen Werdegang. Das Improvisieren ist was, das muss man machen, also meiner Meinung nach. Da gibt es nicht viel drüber zu reden. Ja. Natürlich kann man Skalen lernen und so, aber in erster Linie muss man es machen. Ja. Und am besten mit anderen Menschen spielen, nicht mit Play-Along-CDs, sondern einfach viel hören und viel spielen. Okay. Und sich so akzeptieren, wie man ist. Andererseits muss ich aber sagen, dass ich aus der Zeit, wo es mir am schlechtesten ging, natürlich auch am meisten gelernt habe. Durch Fehler lernt man. Wenn immer alles passt, lernt man nicht viel. Also es war für mich, ich sage immer, es war meine wertvollste Zeit vom Trompetenlernen, weil bei dem Lehrer habe ich alles gelernt, was ich nicht will. Und das, da weißt, wenn du weißt, was du nicht willst, dann weißt du schon sehr viel. Haben auf mich Einfluss gehabt. Der Hannes Kottek war so einer, bei dem ich zum ersten Mal Liedtrompete gehört habe. Das habe ich vorher nicht gehört und dann höre ich den und was ist das? Ne? Der Wahnsinn, ja. Der Hannes ist leider gestorben, aber war ein super Typ, mit dem habe ich auch mein erstes Bier getrunken. Ja. Der hat mich dann, mein Bruder hat mit mir geschimpft, weil ich so faul war und der Hannes hat gesagt, komm mit. Und haben ein Bier getrunken und das war ein super Typ. Wurscht, was mich zum Jazz gebracht hat, war Dizzy. Zum ersten Mal Dizzy gehört habe, hat es also eigentlich gar nicht gehört, sondern nur sein Auftritt mit dem Hüftschwung auf die Bühne gegangen ist. Und ich habe gewusst, das will ich auch. Also
Ich war nur einmal 3 Tage beim Marc van Rooyen. Da habe ich im Prinzip alles gelernt, was ich weiß. Nämlich stehe auf und spüre und denke nicht so viel nach. Und der Rest war mit super Musikern auf Tournee fahren, mit denen nicht nur spielen, sondern proben, hängen, fortgehen, reden, gegenseitig zuhören, gegenseitig Sachen vorspielen. Das ist dann die wahre Schule. Für mich war die wahre Schule das Wiener Art Orchester, aber mit einem großen Haufen super Musiker auf Tournee fahren.